Schönen guten Morgen aus dem verschneiten Lappland. Wenn ihr meine letzten Vlogs geschaut habt, dann wisst ihr, dass ich momentan Urlaub in Finnland mache. Genauer gesagt in Rovaniemi. Dort befinde ich mich auch gerade. Ich stehe hier vor unserer kleinen Ferienwohnung und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, wie es hier drin aussieht. Es ist echt mega süß eingerichtet. Vor allem erstmal noch, die ganzen Häuser haben von außen immer diese Holzfassade und jedes ist eigentlich anders farbig gestrichen. Das schaut immer so süß aus. Also hinter mir sind jetzt auch noch andere Ferienwohnungen. Hier noch weitere. Hier rechts von uns ist so ein Berg, auf dem man hochwandern kann. Da waren wir auch gestern schon. Aber jetzt zur Wohnung. Also wir haben einen eigenen Kamin. Das ist am Abend vor allem mal richtig gemütlich. Und das Tolle ist auch, dass jede Wohnung eine eigene Sauna hat. Das heißt, wenn wir heute nach unserer Aktivität nach Hause kommen, können wir uns schön gemütlich in die warme Sauna setzen. Natürlich haben wir auch eine eigene Küche, ein Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer. Da können wir uns schön mit unseren Koffern breit machen. Aber ich habe mich jetzt auch schon fast fertig gemacht. Ich habe jetzt meine Skihose an, Thermosachen, es ist nämlich schon eisig, wenn der Wind durchweht. Und wir werden jetzt gleich abgeholt. Wir machen nämlich eine Rentiertour. Ich freue mich mega drauf. Es ist vor allem die längste Rentiertour, die es in Rovaniemi gibt. Also ich mache mich jetzt komplett fertig, bevor mir noch der Schnee weiter ins Gesicht peitscht. Ich hole jetzt mal noch ein bisschen Feuerholz für den Kamin heute Abend. Wenn ich diese finnischen Türen hier mal aufkriegen würde. Wir haben hier so ein kleines Holzlager. Das heißt, man muss sich halt wirklich eigentlich um gar nichts kümmern. Das Holz ist momentan nämlich so kalt, dass das Feuer nicht angehen würde oder nicht lange halten würde. Deswegen soll man es hier vor der Benutzung ein paar Stunden bei Raumtemperatur aufwärmen lassen. Wenn man jetzt zurückkommt von unserer Tour, haben wir genug Holz für den Kamin. Hello, good morning. Hello. Yeah. Wir lernen jetzt gerade, wie man ein Lasso wirft. Wir haben hier so verschiedene Lassos. Es ist aber gar nicht so einfach. Ich bin echt froh, dass die Rentiere schon eingefangen sind und wir das nicht machen müssen, sonst wären wir nicht so erfolgreich. Ich habe es auch nicht geschafft, diesen Holzblock, der da steht, einmal zu fangen. Ich glaube, das braucht ein bisschen mehr Übung. Aber jetzt geht es endlich zu den Rentieren und auf unsere Rentiertour. Ich freue mich total. Das Wetter ist jetzt nicht so optimal. Es schneit ziemlich viel, aber es ist nicht ganz so eisig. Aber die Rentiere mögen wohl dieses Wetter nicht so sehr. Die freuen sich eher über Sonnenschein. Und jetzt lernen wir unser eigenes Rentier kennen, das uns heute den Tag über begleiten wird. Any minute. So, then 2 days ago for today. And before anyone asks about antlers, we lost one during the safari, we gave that. Wir satteln jetzt gerade die Rentiere, damit wir gleich losmachen können. Hinter uns ist schon der Schlitten mit unserem Rucksack. Und es ist auch echt easy. Also das hier vorne besteht zum Beispiel aus Holz. Musste man unten einfach nur zusammenschnallen. Hier so ein Ledergurt. Und da hinten ist schon der Schlitten. Der hier heißt Sumo. Ist wohl nicht der einfachste, aber ich glaube, wir kommen gut mit ihm zurecht. Wir sind jetzt eingekuschelt in unserem Schlitten. Schön warm mit der Decke. Und jetzt geht's endlich los. Wir sind jetzt an so einem Waldstück. Unser Guide ist jetzt vor uns. Der zieht uns jetzt, glaube ich, auf den richtigen Weg vor. Wir sind jetzt hier in so einem Wald und es ist einfach jetzt schon so magisch. Und Sumo heißt unser Rentier. Das ist auch so süß. Oh, wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Die können rennen. Oh, Wahnsinn. Wie cool. Ich dachte, die wären voll langsam. Vorne das Rentier ist heute ein bisschen bockig anscheinend, deswegen muss unser Guide es ab und zu ziehen. Dadurch, dass er so verschneit und vereist ist momentan, hängt das ganze Eis an den Kufen unten dran und deswegen will das Rentier vorne einfach nicht ziehen. Deswegen hat er jetzt den Schlitten umgedreht und kratzt das Eis ab. Dann bockt er da vorne vielleicht nicht mehr so. Aber übrigens, unser Rentier, Sumo, pinkelt und macht die ganze Zeit Häufchen, aber nonstop, das ist der Wahnsinn.
Deswegen steht sie die ganze Zeit breitbeinig da, damit sie wieder loslegen kann. Rentierfütterung. Das sind Flechte, das mögen die Rentiere nämlich richtig gern. Das ist für die wie Schokolade. Hat er sich auch verdient. Von unserem Ausflug nach Hause gekommen und es war einfach so toll. Ich wünschte, das hätte nie geendet. Die Rentiere sind einfach so süß. Wir konnten uns gar nicht satt sehen und einfach auch die Natur drumherum war einfach traumhaft. Ich glaube, dass man diese Tour wirklich bei jedem Wetter machen kann. Ich war ja anfangs ein bisschen skeptisch, ob es jetzt nicht vielleicht zu verschneit ist, aber das hatte so seinen Charme und vor allem auch mit dem Barbecue und dem Crepe danach mit dieser selbstgemachten Blaubeermarmelade und dazu noch heißer Kakao an dem Lagerfeuer. Das war einfach ein unglaubliches Erlebnis. Ich würde es jederzeit wieder machen. Und wir haben sogar einen Führerschein bekommen. Wir sind jetzt offizielle Rentierschlittenfahrer. Der Führerschein ist aber nur 5 Jahre gültig. Das heißt, in spätestens 5 Jahren muss ich nochmal herkommen, glaube ich, und den Führerschein erneuern. Von diesem Tag an, steht hier drin, sind wir dazu befugt, in der Wildnis von Lappland einen Rentierschlitten zu fahren. Das ist einfach eine coole Erinnerung auch daran. Ja, jetzt gibt es erstmal Glögi. Das ist finnischer Glühwein oder Kinderpunsch eher, weil es hat keinen Alkohol. Aber nach so einem Tag draußen tut er einfach richtig gut. Und ich wünschte, Glögi wird es auch bei uns geben. Der ist nämlich richtig lecker. Aber ja, jetzt erstmal die Wärme von Glögi genießen. Zum Nachmittagssnack gibt es bei uns Polarbrot mit Fake Nutella. Polarbrot schmeckt hier einfach so geil. Ich kannte das davor gar nicht. Dazu noch den Glögi. Ein Träumchen. Wir befinden uns gerade im Stadtkern von Rovaniemi und er ist wirklich nicht groß. Hinter mir ist quasi schon der Marktplatz und hier drumherum sind eigentlich nur Geschäfte. Also länger als ein paar Stunden braucht man, glaube ich, für den Stadtkern nicht aufbringen. Das einzig Coole hier, muss ich sagen, ist eigentlich diese Krippe. Da ist nämlich die Krippe nachgestellt mit Figuren aus Eis. Ist zumindest mal was Neues, was man bei uns auch nicht so sieht. Aber ansonsten hat man hier, glaube ich, alles gesehen, wenn man sich einfach nur ein bisschen umschaut und ja. Genau. Ich habe an diesem Tag gar nicht mehr viel gefilmt. Wir sind über den Stadtkern, wie ihr gesehen habt, Richtung Hauptbahnhof gelaufen und haben dort den Bus nach Ranua genommen. Wir wollten nämlich zum Ranua Zoo. Das ist ein arktischer Zoo, der ungefähr 80 Kilometer außerhalb Rovaniemis liegt. Und wie der Name schon sagt, gibt es dort hauptsächlich Polartiere, wie zum Beispiel diese Eisbärdame, die richtig süß war. Aber auch einige Elche und Rentiere, Polarfüchse. Und wir waren dann erst spät abends wieder in unserer Unterkunft. Und dadurch geht es jetzt auch mit dem nächsten Tag direkt weiter. Schönen guten Morgen. Wir warten hier gerade vor dem Office unserer nächsten Tour. Wir machen heute nämlich eine Skiwanderung. Ist auch schön, dass es heute mal nicht so durchgängig schneit und der Himmel auch ein bisschen aufgegangen ist. Dann haben wir heute Abend vielleicht auch die Chance, Polarlichter zu sehen. Das mit den Touren ist ja auch richtig praktisch, weil man einfach zu Hause abgeholt wird. Wir haben jetzt hier einen Zwischenstopp nur vor dem Office. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, auch Overalls anzuziehen, falls uns mit unseren Klamotten zu kalt wäre. Oder die Schuhe zu wechseln, damit wir nicht durchfrieren. Aber nach den ganzen Tagen, die wir hier schon hier sind, haben wir genug Erfahrungen gesammelt, wie dick oder dünn wir uns anziehen müssen, um nicht zu frieren. Deswegen haben wir heute darauf verzichtet und tragen unsere eigenen Klamotten. Aber ja, jetzt heizt unser Guide noch das Wasser für den Tee heute Mittag auf und dann geht's endlich los. Ich bin schon richtig gespannt. Ich hatte noch nie eine Skiwanderung bisher. Ich glaube aber, dass es richtig cool wird. Und draußen in der Natur hier ist es auch immer richtig schön. Es wird auf jeden Fall ein toller Tag, glaube ich. Wir haben jetzt unsere Ski bekommen, so schauen die aus. Es ist einfach so schön heute. Das Wetter ist echt perfekt. Schauen wir mal, ob das klappt. So, Skier sind an. Gleich kann's losgehen. Herrlich. Ja.
ist zu Ende. Es hat so viel Spaß gemacht. Am Ende sind wir noch so eine Abfahrt runter. Dreimal, weil wir mit 5 anderen Leuten in der Gruppe zusammen sind, die etwas langsamer sind. Deswegen haben wir immer ein paar extra Runden gedreht. Mir ist auch jetzt richtig warm. Wir geben jetzt unsere Skier wieder zurück ins Auto und beenden damit unsere Skiwanderung. Mittags hatten wir noch Würstchen beim Grill und heißen Kakao. Da konnten wir uns ein bisschen aufwärmen. Aber das Wetter war heute für unsere Wanderung richtig traumhaft. Die Sonne scheint da hinten auch noch. Und heute Abend besteht ja immer noch die Chance auf Polarlichter. Nach so vielen Tagen, heute zum ersten Mal. Ich hoffe, hoffe, hoffe so sehr, dass wir was sehen. Aber ja, erstmal heißt es Lebewohl zu den Skiansagen. Das werde ich bestimmt in Zukunft öfter machen. Heute steht mal wieder etwas Action auf dem Plan. Deswegen habe ich auch gerade meinen Balaklava an. Wir machen heute nämlich eine Schneemobiltour mit diesem heißen Gefährt hier. Wir sind jetzt gerade schon mittendrin und trinken gerade unseren Tee. Wir wechseln nämlich Fahrer und haben auch solche Kekse hier. Und es ist einfach so geil. Wir machen hier Rast auf so einem riesen zugefrorenen See. Es ist einfach nur mega, mega schön hier. Ich schaue ein bisschen komisch aus mit meinem Balaklava. Aber eine Schneemobiltour ist einfach in Finnland der Wahnsinn, vor allem wenn die Sonne scheint. Das ist unser Schneemobil. Das schnellste, was wir jetzt gefahren sind, sind ein bisschen mehr als 40 km/h. Ich glaube, dass die auch ein bisschen gedrosselt sind. Aber hier bei dem See kann man ja heizen ohne Ende. Offene Flächen und dann hinten geht es dann wieder in den Wald rein. Wir sind heute auch nur zu dritt, also der Guide, Svenja und ich. Das heißt, wir sind nicht auf andere angewiesen, auf deren Schnelligkeit, sondern können einfach so schnell fahren, wie wir wollen. Und das ist echt mega gut. Normalerweise würden wir jetzt nämlich umkehren, weil wir die Fahrer tauschen und zurückfahren nach Rovaniemi. Aber wir fahren heute ein Stück weiter hinter den See noch und schauen, was es dort gibt. Er selbst war dort wohl noch nicht, aber wird auf jeden Fall noch ein langes Abenteuer. Das war halt echt ein Abenteuer. Es hat so viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Mir hat sogar noch mehr Spaß gemacht als Quadfahren. Durch den Schnee zu heizen ist richtig, richtig geil. Aber wir sind richtig durchgefroren. Also heute hatte es minus 16 Grad, als wir abgeholt wurden. Und mit dem Fahrtwind waren es locker minus 20, wenn nicht sogar mehr. Da ist einem wirklich alles abgefroren. Die ganzen Haare waren eingeeist, die ganzen Wimpern. Und zu zweit auf so einem Schneemobil sitzen ist gar nicht so einfach. Also der Fahrer hat den Spaß seines Lebens. Es ist richtig, richtig geil. Vermerkst du auch nicht so diese ganzen Hubbel, über die man fährt. Im Wald ist es ja nicht gerade eben gewesen, sondern wirklich, ja, hubbelig die ganze Zeit. Und wenn man hinten aber drauf sitzt, dann muss man sich richtig krass festhalten, damit man nicht rausgeschleudert wird. Also das sollte man nicht unterschätzen. Ich würde es niemals mit einer Person machen, die keine Kraft in den Oberarmen hat oder irgendwie kleiner und schwächer ist. Also der Wahnsinn. Aber Schneemobilfahren würde ich jederzeit wieder machen. Das nächste Mal dann mit 2 Schneemobilen, wenn man zu zweit unterwegs ist. Aber dadurch, dass wir halt eine kleine Gruppe waren, konnten wir echt viel fahren. Wir sind ja auch noch viel weiter gefahren, als es ursprünglich auf dem Plan von dem Reiseleiter stand. Der hatte auch richtig Spaß gehabt mit uns, weil wir echt schnell unterwegs waren. Also ich glaube, wir sind die ganze Zeit mit Vollspeed gefahren. Das ist das Schnellste, was halt dort ging. Ich glaube, das waren 40 bis mehr als 40, wie ich vorhin gesagt habe. Dann waren sie gedrosselt. Aber als wir im Auto waren, hat er gemeint, er hat die Schlüssel wiedergefunden. Also wir hätten auch diese Drosselung wegmachen können. Aber ich glaube, es hat schon so gepasst. Im Wald hätte man auf keinen Fall schneller als 40 fahren können. Auf dem See vielleicht, aber beziehungsweise auf dem See auf jeden Fall, aber im Wald lieber nicht. Aber es war schon richtig, richtig geil. Also ich würde es echt jederzeit wieder machen. Wir sind jetzt nach Hause gekommen und wärmen uns auf, trinken Kakao, essen eine Kleinigkeit und dann geht es heute Nachmittag noch zum Einkaufen. Bisschen Glögi kaufen. Wir haben nämlich schon unsere Vorräte fast alle leer gemacht und noch was zum Abendessen holen. Und danach in die Sauna richtig schön aufwärmen und aufheizen. Und ja, heute Abend ist die Frage, ob wir uns nochmal Polarlichter geben wollen.
Gestern hatten wir ein bisschen Glück. Das habe ich, glaube ich, gar nicht erzählt. Ja, wir waren ja gestern noch auf die Polarlichter jagen. Wir sind um 11 angekommen, glaube ich. Oder war das 11? Am Fluss? Ja, nee, 10, gell? Halb 11. Halb 11 waren wir am Fluss. Und es hat wirklich, ich glaube, eine Minute gedauert, haben wir uns hingesetzt. Und es waren Polarlichter zu sehen. Also sehr, sehr wenige und sehr schwach. Aber man hat sie gesehen. Also wir können das theoretisch von der Checkliste streichen. Es war jetzt nicht gerade so krass, weil es halt sehr, sehr leicht war. Und heute ist der Himmel wesentlich klarer. Gestern war er fast vollständig bewölkt. Ist die Frage, ob wir uns das nochmal in der Kälte antun wollen. 3 Stunden draußen gestern bei fast minus 20 wahrscheinlich wieder. Merkt man. Mal gucken, was der Abend so bringt. Ich hoffe, es wäre schon geil, wenn man das halt von unserer Hütte aus sehen könnte und man nicht weggehen müsste. Aber das Wetter ist heute echt schön. Also die ganze Zeit hat die Sonne geschienen. Man sieht jetzt auch gerade keine einzige Wolke am Himmel. Es ist halt nur wirklich eisig. Das sind übrigens die 3 besten Sachen, die wir beim Einkaufen entdeckt haben. Dieses Brot hier. Diese Kekse, die haben wir im Weihnachtsmanndorf schon gegessen und ich habe mich direkt in die verliebt. Pipakaku, Pfefferkuchenkekse und Glögi. Also wenn ihr in Finnland seid, stattet euch damit aus. Oh, und ich krieg noch etwas gereicht, und zwar Schokolade von Faser. Diese Sorte ist hammergeil. Gibt auch normal die Vollmilchsorte, die schmeckt auch richtig gut, aber Weihnachtsedition kann ich auf jeden Fall empfehlen. Basic Care Paket für die Woche. Die Vorbereitungen für unsere nächste Polarlichtertour werden getroffen. Kekse, diese Vollmilchschokolade, von der ich euch erzählt habe. Die Thermoskanne mit Glögi. Jetzt werden gleich noch die Wärmeflaschen gefüllt, damit wir auch nicht so sehr erfrieren. Und hier sind auch schon die Pads. Einmal für die Füße und 2 für die Hände. Hoffentlich halten die uns schön warm. Und dann heißt es nur noch dick einpacken und hoffen. Es ist jetzt, glaube ich, 9:30 und die Wahrscheinlichkeit, dass heute welche zu sehen sind, sind gar nicht so gering, denn heute ist es nicht übermäßig bewölkt. Also, vollgepackt wie wir sind, machen wir uns jetzt auf den Weg zum Arktikum. Dort soll man sie nämlich recht gut sehen und vielleicht noch ein Stück weiter. Also drückt uns die Daumen. Wir hatten gestern übrigens kein Glück mit den Polarlichtern. Es ist jetzt gerade schon der nächste Morgen und wir sind auf dem Weg zu unserer letzten Aktivität. Heute ist nämlich der letzte ganze Tag hier in Rovaniemi. Und heute geht's raus zu einer Husky-Farm. Endlich sind die Huskies dran, ich freue mich total. Es ist eisig kalt heute wieder, minus 16 Grad. Wir sind jetzt hier im Stadtzentrum. Vor uns steht jetzt eine 3/4 Stunde Busfahrt an. Nach Korvalla, glaube ich. Das ist ein bisschen nordöstlicher von hier. Das heißt, wir sind ein bisschen außerhalb von Rovaniemi und sehen vielleicht auch mal ein bisschen andere Landschaft und Umgebung. Ich bin aufgeregt und ein bisschen müde, aber jetzt geht's endlich los zu den Huskies. Wir sind in Korvalla angekommen, mitten im Nirgendwo. Ich glaube, hinter uns ist schon die Farm. Zumindest ist hier nichts anderes in der Umgebung. Man hört noch keine Hunde, aber ich glaube, wir sind richtig, zumindest hoffe ich es. Okay, vielleicht ist das noch nicht die Farm. Das schaut ein bisschen verlassen und alt aus. Schauen wir mal. Fast verlaufen, aber ich glaube, wir sind jetzt auf dem richtigen Gelände. Man hört zumindest schon ein paar Huskies, also zum Glück sind das laute Tiere, als wenn ja auch eben gesagt, man kann sich ein bisschen daran orientieren. Oh, das sind auch schon Zwinger, also ich glaube, wir sind tatsächlich richtig.
Wir haben unsere Overalls bekommen, warme Schuhe und jetzt geht's endlich zu den Huskies. Oh, ich bin aber auch froh, dass wir so ein Overall haben. Es ist nämlich heute so eisig. Er hat gemeint, mit dem Fahrtwind wird es locker minus 25 Grad. Da ist man gerne warm angezogen. Und der hier ist auch mal was Neues. Rot hatten wir noch nicht. Oh, ich bin schon richtig aufgeregt. Da vorne steht schon ein Schlitten. Ich weiß nicht, vielleicht ist das sogar unserer. Oder der hier. Bisher sind wir auch die einzigen beiden bei der Tour. Mal gespannt, ob noch jemand dazukommt. Aber je weniger, umso besser. Easy. Quantum and Vivian. And behind Quantum is his brother Quest. And this is Vivian's mom. Mom is over there. Das sind jetzt die ruhigsten Hunde unseres Schlittens. Die verrücktesten werden nämlich erst später dazu geholt und kommen dann hinten hin. Aber die sind so süß. Da hinten wird der Schlitten unserer Guides fertig gemacht. Die fahren auch zu zweit. Und wir sind heute mit denen tatsächlich die einzigsten. Wir fahren übrigens 20 Kilometer. Also wird es heute richtig anstrengend und challenging, hat sie gesagt. Okay. Oh, sind die aufgeregt. Alter Falter, das geht gleich richtig an. Bist du bereit? Ja. Alright. Ready? On the black break? Yep, there you go. Perfect. Have a good time. Thank you. Bye guys. Wie geil. Nice. Ich geh euch lenke hier hin. Wie ist das? Geil. Sicherer als Autofahren. So geil! Vor allem richtig bequem hier. Wir wechseln uns ab beim Fahren. Also die ersten 5 Kilometer sitze ich jetzt im Schlitten und lasse mich von den Hunden ziehen. Und danach darf ich selbst fahren und das Ganze 20 Kilometer lang, also 4 Wechsel. Boah, so, so geil! Allein die Aussicht! Zum Schlittenfahren zurückgekommen und haben jetzt noch Zeit, uns ein bisschen vertrauter mit den Hunden zu machen. Jetzt sind sie nämlich auch ein bisschen beruhigter und entspannter, haben schon ein paar Leckerlis bekommen und wir können jetzt mit den Huskies knuddeln und sie streicheln. Die 20 Kilometer mit den Hunden sind einfach so schnell vorbeigegangen. Das ist echt der Wahnsinn, es hat so Spaß gemacht. Ich könnte das den ganzen Tag machen und die Hunde sind einfach so süß und so zutraulich. Ein Abenteuer, das werde ich niemals vergessen. Ja! Ja! Schon wieder ganz aufgeregt loszufahren, gell? Die sind noch ganz seelenruhig. Und die zwei sind richtig gehypt. Hi und hi. Ja. Ja. So süß. Ja. So süß. Oh, thank you, Dylan. Like, they just know that this is their time. Yeah. Und hier vorne sind echt die ruhigsten. Während die anderen schon abdrehen, weil sie wieder los wollen, sind die hier tief und entspannt, aber so süß.
go. So schaut übrigens der Schlitten aus. Also hier hinten steht man drauf, links und rechts. Das in der Mitte ist eine normale Bremse, die ist ein bisschen sachter. Und das hier vorne, dieses Metallteil, das hier, das ist quasi die Handbremse. Also wenn es wirklich abrupt stehen bleiben soll oder wenn der Schlitten verankert werden sollte in dem Boden, da muss man sich da wirklich mit seinem vollen Körpergewicht draufstellen, damit der Schlitten bleibt, weil die Hunde haben so viel Elan, dass sie wirklich, wenn man nicht im ganzen Gewicht draufsteht, einfach weiterrennen würden. Und hier vorne sitzt dann der Passagier mit drin. Wir hatten bei uns noch eine Wolldecke liegen. Genau, das ist so ein etwas professionellerer Schlitten. Damit sind nämlich unsere Guides gefahren. Ich zeige euch noch kurz meinen. Oh, es ist so laut hier. Der ist ein bisschen einfacher, wie ihr seht, aber vom Prinzip her genau gleich. Also man stand hier hinten drauf, die leichte Bremse, sozusagen Handbremse oder Parkbremse, die Wolldecke, damit wir nicht frieren. Und hier vorne saß man drin und das ist wirklich bequem und hat von beiden Positionen eine super Aussicht auf die Hunde. Und das Lenken ist wirklich gar nicht so einfach. Jetzt ist schon wieder der 7. Hund dran für die nächste Tour. Der war nämlich noch im Zwinger, weil er so jung ist. Aber die sind so gehypt, die können es gar nicht abwarten. 7 Hunde reichen übrigens für Touristen, wenn sie sich noch nicht so gut damit auskennen. 8 Hunde machen großen Unterschied und sind wesentlich stärker. Deswegen sind auch nur 7 Hunde dran. Jetzt versteht man mich wahrscheinlich wieder ein bisschen besser, als es leiser geworden. Die nächste Tour hat nämlich gestartet. Die Hunde sind weg. Ach, es war so geil. Jetzt gibt es hier noch warmen Tee und Kekse. Wir müssen jetzt auch noch auf unseren Bus warten. Der kommt kurz vor 4. Da können wir die Zeit schön im Warmen überbrücken. Die Sonne scheint richtig schön, wie ihr merkt. Aber es ist echt gar nicht so einfach auf dem Schlitten. 20 Kilometer alleine, ohne das Abwechseln, würde wirklich herausfordernd sein. Da kann man doch froh sein, dass man alle 5 Kilometer ein bisschen durchschnaufen und einfach nur die Fahrt genießen kann. Aber ich würde es jedem empfehlen, einfach diese 20 Kilometer mitzunehmen. Und hier arbeiten auch 2 Deutsche, 2-3 Monate lang, als Aushilfe, so Gap hier zwischen dem Studium sozusagen. Und mit denen haben wir uns auch ganz lange unterhalten. Die haben uns richtig viel von der Farm erzählt. Uns wurde auch die ganze Anlage hier sozusagen gezeigt, die Zwinger und die Hunde vorgestellt. Die haben hier 90 Hunde, das ist echt verrückt. Vor allem auch schwedische Elchhunde, die jagen Elche tatsächlich. Die können Rentiere und Elche unterscheiden. Und auch finnische Lapphunde und einfach das Ganze drumherum hier ist einfach so schön. Von den Bäumen rieselt auch so ein bisschen der Schnee und mit der Sonne glitzert einfach alles. Das ist echt ein Traum. Aber jetzt wärmen wir uns erstmal in der Hütte auf. Anhand dieser Hütte hier seht ihr übrigens auch, wie hoch der Schnee liegt. Echt krass, also wenn man da hingehen würde, müsste man sich erstmal einen Weg freischaufeln. Zur Abreise heute nochmal schöne, minus 22 Grad. Oh, es ist kalt. Ich befinde mich wieder im Nachtzug in Rovaniemi. Für uns geht es jetzt wieder zurück nach Helsinki und von Helsinki mit dem Flieger zurück nach München. Für uns endet hier der 11-tägige Urlaub in Finnisch Lappland. Es war auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit, aber jetzt heißt es wieder zurück in den Alltag. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst mir einen Kommentar und abonniert mich, falls ihr es noch nicht tut, denn dadurch unterstützt ihr mich. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Video wieder ein und bis dahin, macht's gut!